Moin Moin, ich wollte mal wieder eine kleine Ankündigung machen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wollte ich hier einen kleinen Stammtisch in Hamburg organisieren. Das hat beim letzten Mal leider nicht stattgefunden. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wo mir da so 15 bis 20 Antifa-Leute aufgelauert haben. Ja, da gab es unter meinem Video auch einige Stimmen, die gesagt haben, ja, und wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Das malst du dir wahrscheinlich alles nur aus und das hast du wahrscheinlich einfach nur gemacht, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber bei Twitter haben Antifa-Kanäle dazu aufgerufen, ja, meinen Stammtisch zu verhindern. Ja, da gab es bei Twitter auf dem Kanal Antifa-Kollektiv einen Tweet dazu, wo dazu aufgerufen wurde, mir als Querfront-Fascho zu zeigen, dass ich weder in der Schanze noch sonst wo erwünscht bin. Dazu hat man dann noch Bilder gepostet, was ich sonst so für böse Sachen poste. Und als ich dann gesagt habe, dass ich den Stammtisch verlege vom Café Pia ins Frank und Frei, hat man das auch direkt gepostet, damit die Antifa-Leute dann auch direkt dahin gehen können und auflauern können. Dann war man danach ganz stolz darauf, dass man mir als Verschwörungskasper und Antifeministen mit antifaschistischem Engagement entgegengetreten ist und meinen Stammtisch verhindert hat. Da habe ich dann als gendersensibler Antifeminist darauf geantwortet: Liebe Antifa, liebe Anti-Sternchen, liebe Trans, liebe Queer, liebe Inter, liebe Pan, liebe Non-Binär, liebe Genderfluid, ich habe mich sehr über euren Besuch gefreut und bringe das nächste Mal meine großen, starken Freunde mit Migrationshintergrund mit, die euch dann zeigen, wie stark das Patriarchat ist. Ich hoffe, ich habe mit meiner Anrede niemanden exkludiert. Wie friedensliebend diese Menschen, die diesen Kanal betreiben, sind, kann man auch schön an dem Hintergrundbild erkennen. Dort ist ein brennendes Polizeiauto mit ACAB, das heißt in der Anarchistensprache All Cops are Bastard, kann man das wirklich sehr schön sehen. Ja, man hat natürlich probiert, mir da Angst einzujagen, mir da zu zeigen, okay, du bist ja nirgendwo erwünscht, sonst gibt es Kloppe, so nach dem Motto. Aber für mich ist es halt einfach ja, ein Teil der demokratischen Gesellschaft oder allgemein halt einfach, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann kann man sich gerne treffen, diskutieren. Das war und ist auch hier mein Angebot mit dem Stammtisch. Insofern, wir haben nun halt mal diesen Staat, der tatsächlich diese angeblich antifaschistischen Strukturen toleriert, beziehungsweise teilweise finanziert. Da habe ich ja auch jetzt nochmal ein Video zu den AfDler in Bremen gemacht. Und insofern muss ich jetzt bei meinem Stammtisch auch wieder von diesem Staat Gebrauch machen. Ich bin jetzt mit der Polizei in Kontakt, die dazu beitragen wird, dass dieses Treffen, unser Stammtisch, ja glimpflich über die Bühne gehen wird, dass uns nichts passieren wird. Insofern, wer da Bedenken hat, dass es da irgendwie zur Ausschreitung kommt, wie gesagt, die Polizei wird auch vor Ort sein. Und ja, soweit ist es schon gekommen, dass man, wenn man einen Stammtisch in Deutschland abhalten will, dass man das unter Polizeischutz machen muss. Und bei diesem angeblich antifaschistischen Engagement, dass das in Faschismus ganz schnell umschlagen kann, davor hat auch schon der geistige Vater der 68er Bewegung, Theodor Adorno, hat schon damals davor gewarnt. Er fand es halt einfach nicht gut, dass seine Theorien mit Molotow-Cocktails durchgesetzt werden, weil er sich dann immer mehr gegen diese gewalttätigen Studentenproteste gestellt hat, wurden dann seine Vorlesungen immer mehr boykottiert, bis dann sogar sein ganzes Institut von Studenten besetzt wurde. Und dieses ließ dann Adorno von der Polizei räumen, also gerade von dieser Polizei, die er immer abgelehnt hat. In einem Brief an Mokuso hat Adorno dann auch geschrieben, er sehe die Gefahr, dass die Studentenbewegung in Faschismus umschlagen könnte. Ja, ich glaube, das ist genau das, was Adorno damals schon gesagt hat, beziehungsweise wo er vorgewarnt hat, dass der sogenannte Antifaschismus sich faschistischer Methoden bedient und damit selbst zum Faschismus wird. Wir haben es jetzt in Bremen gesehen, wir sehen es immer wieder, wenn die AfD irgendwo auftreten will oder auch wenn Leute aus eigenen Reihen da was sagen. Es gibt da zum Beispiel in Berlin gab es einen queeren Aktivisten, der das Buch Beißreflexe geschrieben hat. Selbst ein Mann, der Frauenkleider anzieht, also eine Transfrau. Und nach diesem Buch hat man dieser Person auch gedroht. Man hat ihr gedroht, ihr die Zähne auszuschlagen. Insofern, so sieht mittlerweile die linke Debattenkultur aus.
Ja, diese Menschen sehen sich auf der moralisch richtigen Seite, lassen keine Diskussion zu und alle, die von ihrer extrem linken Meinung abweichen, sind dann natürlich gleich Nazis. Und wenn man sie erstmal zu Nazis und zu den bösen Menschen diffamiert hat, dann kann man an ihnen auch gegenüber Gewalt anwenden. Also, long story short, wie gesagt, der Stammtisch findet am 17.01. um 19 Uhr statt. Es wird, wie gesagt, die Polizei auch anwesend sein. Ich hoffe mal, dass da alles glatt gehen wird. Also, das Vorgehen ist halt so, wir werden uns da am nächste Woche Donnerstag am 17.01. um 19 Uhr in der Mundsburg treffen. Ausgang Mundsburg Center. Und wir werden dann geschlossen zu dem Restaurant gehen, wo wir uns dann da ja unterhalten werden, halt einfach so ein bisschen austauschen werden über alle möglichen Themen. Ich würde mich freuen, damit ich so ein bisschen einschätzen kann und dem Restaurant mitteilen kann, wie viele Leute so in etwa kommen. Meldet euch gerne über Meetup an. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail an info@grossefreiheit.tv. Ich freue mich, wenn ihr zahlreich erscheint. Und wir sehen uns entweder in live nächste Woche hier in Hamburg oder in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.